erstmal will ich dieses Kack-Level mal hinter mir haben. Ich krieg langsam sonst den Pimpernel, ne? Das kriegst du vor, dass dicke Pickel am Bob ist. Aber hallo. So. So, bitte, Spiel, bitte. Jetzt aber fix. Da klopp ich vor Schreck gegen das Mikro. Aber ich find's jetzt auch mal gut, weil jetzt machst du auch mal Scheiße. Nicht nur über ich. Oh, jetzt kommt die Mokka-Soße hier. Und da könntest du schön abkratzen, boy. Ich Idiot. Ich Idiot! Ich mach immer so einen Bockmist, ey. Wenigstens bin ich nicht der Einzige. Ja, jetzt sag ich schon, der Force macht hier nur Blödsinn und jetzt fang ich schon wieder an hier. Karma, Bitch, Karma. Jetzt muss ich da. Ja, ach, wer ist denn hier am Rumtröten, ey? Ist doch gar kein Fake Bowser. Ja, was soll denn das? Was soll denn das? Ja! Bam, bam. Volltreffer. Warum? Ich dachte schon. Ich will hier raus. Ah, da gibt es doch so ein Mit. Ach, weil das ja normal ist. Okay, weil es eigentlich ein Schloss ist, was auf dem Weg liegt, wo? Wow. Oder? So ist es. Eigentlich schon, wo die optionalen Dinger, die haben keinen Midway-Point. Scheiße. Jo, genau in den Punkt rein. Ah, komm, hier krieg ich auch noch. Scheiße. Gut eingelocht, mein Lieber, gut eingelocht. Ja, mit dem Timing, da bin ich mal so ein bisschen bräsig. Ne, ich will, glaube ich, das machen, ja. Ich wollte gerade sagen, du hättest da locker rüberspringen können. Was machen die? Warum doch mal, mein Oh, ne, das war jetzt zu viel. Da war die Synapse überfordert. Komm. Ich wollte sagen, verach doch mal ein Tänzchen. Ja, apropos Tänzchen. Der Force ist noch dran. Mit seinem Abgrundswalzer. Oh, jetzt aber. Jetzt will ich auch mal was sehen hier. Hyperskill. Force die Zeit. Ist es das? Yeah, baby, ist es. Wie geil, der Force freut sich einen ins Fäustchen, ey, dann kriegt er direkt wieder einen Kopf. Oh, tut mir einen Gefallen, liebe Zuschauer. Killt mich, wenn ihr das seht. Was soll die machen? Glück. Mich killen für meine eigene Blödheit, ey. Natürlich nicht wirklich. Die förstische Bräsigkeit. Das war gerade so bräsig, was ich da eben gemacht habe. Ey, WTF. Kann er mir verraten, warum er jetzt nicht so schnell da reingeht? Ach, Vorsicht. Nee, das war aber auch ein Knüller. Immer. Force, willst du nicht mal einen Tapetenwechsel? Ja, will ich. Der Attacke hier. Ich glaube, das habe ich gerade was geschafft. 280? Ja. Das ist ja alles stehen und liegen. Oh. Der förstische Skill. War das jetzt das Richtige? Ja. Guckt ihr denn hin, ey? Der ist genauso verwirrt wie du Force. Ja, ja, kannst doch schlau machen.
genau. Ja. Und tschüss. Ja, muss schon das Steuerkreuz mit benutzen, Forst. Die sind aber auch nervig. Doch. Ja, so ein scheiß Block. Ah. Ich sehe schon, der Force will Feder. Aber hallo. Nice. Endlich bin ich diesen gottverdammten Ranz los, ey. Der Force hat es geschafft. Ja. Meine Fresse, ey, das hat aber auch gedauert, ey. Ich schaff hier auch noch was vor. Ja, kümmer du dich da. Die fucking sie. Ey, das war eher ganz schön knapp, mein Lieber, ey. So. Du kannst auch bei den Kleinen ebenfalls einen Drehsprung einsetzen, genauso wie bei den Wumms. Ja, aber da ist wieder das Problem, dass ich das sowieso nicht treffe. So. Ja, aber dann für dich. Fast. Jetzt renn da rüber, Mann! Da wird der Force ölig. Ja, weil es so einfach eigentlich ist, darüber zu kommen. Was? Das war Skill. Geht das? Das war Skill. Hm. Oh. Okay. Sehr gut. Ja. Oh, danke schön. Wieder! Viel Spaß! Das kann ich auch. Ich bin jetzt auch hier der hochnäsige Forst. Nee, ich muss noch was Schlimmeres machen. Und was denn? Erinnerst du dich noch an die Röhre, wo ich jetzt gerade bin? An der Röhre. Der Force muss in der Röhre. Ja. Oh, das ist der zweite Sneak Preview. Der Force hat das Schokolade und Secret hier. Chocolate Secret. Oh ja, und das Level ist kacke. Ach, der Blag hier. Oder Blörg, Blag. Björk. Richtig. Ja! Football Force. Ja, er frisst alles hier, ey. Ja, wusstest du es nicht? Was, dass du alles frisst? Nein, dass er auch Footballs frissen kann. Ja, klar, aber... Ich wäre eher davon fasziniert, dass Force alles am Fressen ist. Hier gibt's auch, naja, ein Secret will ich jetzt nicht sagen, aber einen bösen Hammer, Bruder. Ja, gut. Gibt's ja, wow, hier gibt's ja gar nichts. Das ist ja auch wieder fies. Der Trap, yep, hier. Was soll ich dazu sagen? Lieber der Yoshi als ich. Ja. Schnell, der Midway. Hallo. Hä? Ja, ach, das war das. Ja, das ist gut. Yep. Beste Passage. Ui. Man kann sogar im Sitzen. Warte. Das finde ich gut, dass sie das eingebaut haben. So kleine Spaßpassagen, sag ich mal. Mhm. Boah, der ist so deinen Arsch gebrochen, ey. Das Arschknochen, ey. Steißbein. Von so einer Höhe wie auf dem Arsch. Und ja, das muss wehtun, ey. Und nö. Ich weiß, was gleich kommt. Mach The Force wieder einen Abgang hier. Von dem. Aber, wir wollen doch alle lachen. So. Lass den Force raus. Nein. Ich glaube, ich muss das förstische Karma wird beschwören. Ich lasse aber gleich was ganz anderes raus. Junge. Ah! Meinst du die Luft? Wieso ist er nicht gesprungen? Jetzt, er hat sich auf den Knopf gedrückt, wieso ist er nicht gesprungen, dieser kleine Fatzke?
Hochmut kommt vor dem Leifhaus. Halt die Klappe. Ui. Ich fand das jetzt richtig knusprig. Mamma mia. War hier Secret Ausgang? Ich hab jetzt gar nicht nachgeguckt. Was war das nochmal hier? Nee? Nein. Das ist ja lehm hier. Ach, da. Denk dran, du kannst da runter. Wenn der kostet noch ein bisschen von der Schokolade. Ja, lecker Schokolade. Der Chocolate Force. Ja, wird das. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn die. Ja, im Moment muss ich sowieso sagen, ich habe ja am meisten momentan gefehlt. Ja, komm. Ich kann das aber auch gut. Ja, gut, das stimmt. Gut, das ist auch geile Passage bis jetzt. Aber trotzdem macht das richtig Spaß. So, da du jetzt die Feder hast, hast du jetzt folgende Möglichkeit. Du kannst praktisch alles runterrattern. Also du kannst komplett runtergehen jetzt. Mach! Geh! Wo waren die ganzen Leben? Da kommen wir gleich zu. Ah! Da. Alles gut, alles ja, gut. Ja, so. Ich kann hoffen. Genau. Ah. Ich wollte gerade sagen, nimm die mit. Oh. Der lecker Feder kann man immer gut brauchen. Boah, der Heddy sammelt hier richtig de Leben. Da musst du direkte Fehler wieder in der Matrix sein. Ah, nee. Blind Jumps? Okay. Ah, der Dicken. Die kann man auch übrigens töten. Nicht mit der Heddy. Also die Riesenmonty-Maulwürfe, wo ihr merkt. Ja, mit der Cape. Und mit Yoshi. Das wäre lustig, wenn er die fressen kann. Kann er die fressen? Die kann er fressen. WTF. Ich versuche es mal anders hier. Wenn ich Yoshi mal haben sollte, dann werde ich das mal demonstrieren. Nice. Ja, manchmal hakt ja manchmal nicht. Was ist mein Skill, der hakt? Stimmt, jetzt kommt nur noch der Einfache. Sag ich doch. Das Level wieder. Ja, komm. Boah, ich hätte so gelacht, ey. Jetzt nimm die Feder. Ey, nein, das hat seinen Grund. Okay. Wenn der Vor schon wieder so einen Plan schmiedet. Ratschfatti! Machst du? Die haben aber diese Mancha kaum eingebaut, wo? Diese Pflanzen. Das stimmt. Wow. Du bist doch ein Ümmel, ey. Ja, wäre hier nicht eine Feder besser? Alter. Oh, guck mal, die Lemminge hier. Yippie. Los. Ach toll, das ist ja richtig lahmarschig hier. Ich will gar nichts zu lachen. Okay, die kriegst du einfach mit der Feuerblume tot. Ja. Dauert zwar ein bisschen, aber... Glück. Insgesamt sind es 5 Schüsse, die man braucht. Die gute Rüstung. Ich mag den Sound davon, wenn man ihn trifft. Dieses Wow. Ja, der ist echt gut. Der ist richtig geil. Jetzt jedet los. Los, Force. Ja. Schade. Ich wollte doch so gerne lachen. Nix da.
Der Force will nicht, dass ich Spaß. Nope. Das ist auch der 77. Ey. Mario Number One. Da, barababumba. Wenn du jetzt nur von der Overworld Musik jetzt mal ausgeben würdest, also jetzt nicht im Sinne von den Leveln, sondern wirklich nur von der Overworld. Hm? Welche Musik findest du am allergeilsten? Mal abgesehen von Bowser. Also die Bowser-Welt. Vanille-Dom ist cool. Ja, ne? Oh, warte, jetzt aber. Oh, komm, ey! Lol. Lass aber gleich mal kurz die Aufnahme beenden, beziehungsweise uns mal eben kurz verabschieden. Ich will mal gucken, ob noch aufgenommen wird, weil es ist ja schon ziemlich lange. Ah, das stimmt. Ja, können wir gleich machen, wenn ich zumindest noch die Röhre zeigen kann. Grunz, 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 Grunz. Das waren Skillgeräusche. Genau. Ja, ich denke mal, wir spielen noch eben, bis du dein Level da hast, beziehungsweise Wendy gefallen ist. Dass wir dann bei dem Schiff einen Cut machen. Okay. Die Olle muss noch fallen. Nimm dir mal die Frau zur Brust. Komm her, Feder, ich brauch dich. Ich brauch dich. Nö, ich warte, ich warte. Das ist mir dann doch zu heikel. Ah, Super Mario World. Immer wieder gerne gezockt. Oh ja. Eigentlich fehlt mir auf meinem Kanal auch noch die Original Mario Brothers Teile. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich Teil 1 hab. Bestimmt im Koop-Modus. Hast du alle drei schon mal durchgezockt? Ja, habe ich mal. Also zumindest privat mal. Ja, Teil 1 kann man auch zu zweit spielen. Ja. Bei 2, also dem europäischen Teil 2, könnte man sich ja immer abwechseln pro Level, dass man einfach den Controller umswitcht. Ja, das wäre auch noch okay. Ja. Bei Teil 3 könnte man auch Koop machen. Yep. Und Lost Levels, das ging glaube ich auch im Koop, oder? Das ging auch im Koop, ist aber verdammt schwer. Ja, dafür würde sich ja die All-Stars-Version empfehlen. Mhm. Also wenn du mal Bock hast, mit mir die drei, also die Mario Bros. Trilogie zu machen. Nur zu gerne. Nur zu gerne, ganz im Ernst. Mit Lost Levels müssen wir mal gucken. Weil, das muss ich erst noch mal so einmal probieren und skillen. Weil das ist ja echt arschig. Manche Passagen. Aber wäre natürlich lustig. Ja, wie gesagt, also ich bin gerne am Meier. Hab ich kein Problem mit. Wie gesagt, das europäische Mario Bros. 2 oder auch das amerikanische auch. Mhm. Da können wir uns ja, wie gesagt, abwechseln. Da können wir ja so machen, ich glaube, so wie Final das in seinem LP gemacht hat, immer pro Level den Charakter wechseln und dann können wir ja natürlich auch uns auch immer abwechseln. Mhm. Oh, jetzt wird's auch ganz interessant. Wow. Das war überhaupt nicht knapp gerade. Jetzt macht die alte platt. Mit Vergnügen. Gibt's ja eigentlich einen Safe-Spot auf irgendeiner Röhre, die safe ist? Nein. Das die Dinger kommen überall hier. Achso, das wäre aber noch interessant, wenn die Originale halt noch Feuer spucken würde. Das wäre interessant, ja. Aber ich finde das hier leichter als mit Lemmy oder wer das war. Weil das hier gerade ist, da kann man besser die Feuerbälle oben berechnen, sag ich mal. Nice. Damit ist sie auch abgehakt. Juhu! Das waren fast alle Koopa-Sprösslinge. Mhm. Im Prinzip fehlt jetzt nur noch ein Koopaling. Mhm. Dankeschön. Jetzt erstmal hier. Oh. Jetzt mache ich hier alles fett. Der Force ist ein Lappen, der kann die Burg aufwischen. When your Koopa in Castle 6 has sung her last song, Mario must meet the challenge.
that is now before him. There is a sunken ship that appears to be a gateway to the Valley of Bowser. Was heißt eigentlich das? Was heißt eigentlich dieses O? Oh, Wendy O? Oh, wie heißt der zweite Name da? O? Oh. Weiß man das? Schätz mal, Wendy O. Ich weiß es nicht. Wendy O. Cooper. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Wendy Cooper hat ihr letztes Lied gesungen. Mario muss sich einer noch größeren Herausforderung stellen. Die vor ihm. Welche gefährlichen. Das Ship that appears to be a gateway. Ja, das kann ich jetzt nicht übersetzen. Ja, dort ist ein gesunkenes Schiff, das anscheinend ein Tor zum Bowser-Tal, zum Valley of Bowser, also zu Bowsers Reich ist. Zu Bowsers Festung in dem Falle führt, ja. Genau. Das passt doch perfekt, jetzt kommen wir speichern hier. So, das werden wir jetzt auch tun. Nicht reingehen, wa? Wir machen mal eben einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. Tschüss. Tschüss.